Hi, Oliver Schirmer hier. Falls du bisher noch keine Wochenplanung machst, ja, dann solltest du ja dir auf jeden Fall dieses Video bis zum Ende ansehen, denn ja, in diesem Video werde ich dir verraten, warum du unbedingt eine Wochenplanung machen solltest, warum das Ganze so wichtig ist für deinen Erfolg im Network Marketing und wie du das Ganze machst. Also, lass uns keine Zeit verlieren, legen wir gleich los. Ja. Thema Wochenplanung, ein sehr spannendes Thema. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen ja im Network Marketing starten und keinen Wochenplan führen, keine Wochenplanung machen, geschweige denn eine Monatsplanung, eine Zielplanung oder sogar eine Jahresplanung. Warum ist der Wochenplan aus meiner Sicht so entscheidend für deinen Erfolg? Zum einen gibt es da ja aus meiner Sicht drei entscheidende Gründe dafür. Zunächst mal gibt ein Wochenplan dir eine gewisse Klarheit, eine Ordnung, eine Struktur, ja, verschafft dir einen Überblick über deine Woche und zeigt dir genau, in welchen Zeiträumen du welche Aktivitäten erledigen kannst, ja, oder beziehungsweise erledigen willst. Und hier geht es dann auch schon los, ja, mit der Planung. Wie du das Ganze machst, kommen wir gleich noch dazu. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ordnung, Struktur in den Alltag zu bringen, weil wenn du jetzt im Network Marketing startest, quasi eine selbstständige Tätigkeit aufnimmst, egal ob du das jetzt hauptberuflich machst oder nebenberuflich, dann gibt es dort niemanden mehr, der dir sagt, wann du aufstehen sollst, wann du aufhören sollst zu arbeiten. Es gibt niemanden, der dich ja kontrolliert, der dir sagt, jetzt musst du das tun, jetzt musst du das tun, sondern dafür bist du eigenverantwortlich, dafür bist du selbstverantwortlich und du bist letzten Endes der ausschlaggebende Faktor dann für deinen Erfolg und da geht's eben mit der Planung los. Also, das ist das Erste. Der zweite Punkt ist ganz einfach, dass du dadurch ein sehr, sehr einfaches Kontrollinstrument für dich hast, ja. Und wir müssen, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, uns auch kontrollieren, ja, wie weit sind wir denn unserem Ziel schon näher gekommen und wo haben wir denn überhaupt noch Potenzial, gewisse Dinge zu verändern, ja. Also, und ehrlichen Umgang mit der eigenen Zeit, mit dem eigenen Wochenplan ist von entscheidender Bedeutung. Es nützt nämlich nichts, wenn wir die Ziele ja einfach dann wegdrängen oder wenn wir sagen, naja, ist schon alles nicht so schlimm, dann machen wir es eben eine Woche später. Wenn du einen Wochenplan hast, ja, dann kannst du drauf gucken und siehst sofort, welche Dinge sind gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wo hättest du gewisse Dinge einfach anders machen können oder wie kannst du diese Woche noch, ich sag mal in Anführungszeichen, retten, was kannst du jetzt noch tun, wo hast du Zeitfenster frei oder was kannst du die nächste Woche einfach besser machen? Also es gibt dir einen sehr, sehr guten Überblick und ist ein super starkes Kontrollinstrument für dich selbst. Und dann gibt es noch den dritten Punkt, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Wenn du anfängst im Network Marketing, aber auch wenn du schon fortgeschritten bist, ja, dann ist es unheimlich wichtig, dass du auf deinen Sponsor zugehst und ihn aus meiner Sicht eine Kopie deines Wochenplanes ja gibst, ja, immer am Ende der Woche, weil es geht nicht, dass, weil ich höre jetzt schon den einen oder anderen, naja, die wollen mich dann nur kontrollieren, etc. Ein erfahrener Sponsor würde das nicht machen. Der würde dich nicht kontrollieren, sondern der würde dann, wenn du Hilfe brauchst und auf deinen Sponsor zukommst, also der würde jetzt nicht von sich, also so würde ich es machen, ich würde jetzt nicht von mir aus ungefragt einfach meine Meinung äußern, aber wenn ein Partner zu mir kommt und sagen würde, du, ich habe das und das Problem, dann würde ich sagen, okay, zeig mir deine Wochenpläne, und wenn ich dann die Wochenpläne habe, ja, dann kann ich sofort erkennen, ja, wo, an welchen Stellschrauben muss man drehen, was kann man vielleicht optimieren. Und es geht nur, ja, wenn man einen Wochenplan hat, ja, und gegebenenfalls die gemeinsam dann durchgehen kann. Nur so ist aus meiner Sicht wirklich auch richtig herauszufinden, was schief läuft und wie kann man es optimieren. Aber glaub mir eins, allein schon die Tatsache, dass du ernsthaft diesen Wochenplan für dich führst, ja, da wird allein schon durch diese Tatsache werden sich deine Ergebnisse Monat für Monat verbessern, ja, weil du dir selbst nichts mehr vormachst, sondern weil du es schwarz auf weiß siehst und du selbst wirst schon die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen können, ja, also versprochen. So, und wie kannst du das Ganze jetzt in der Praxis machen? Also,
Ich fange ganz vorne an. Nimm dir einfach einen Kalender deiner Wahl. Du kannst dir wieder eine Excel-Tabelle erstellen. Du kannst aber auch einen ganz normalen Timer nehmen. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Und dann solltest du den Timer also von Montag bis Sonntag haben. Und du solltest irgendwo dir deine Wochenziele notieren und deine Monatsziele. Ja, kannst du dir ableiten aus deinen Jahreszielen oder wenn du längerfristige Ziele hast, aus deinen langfristigen Zielen. Und dann siehst du ja jedes Mal, wenn du den Plan in die Hand nimmst, siehst du deine Ziele. Das heißt, du gibst der ganzen Sache einen Sinn, du gibst der ganzen Sache eine Richtung. Ja, und du kannst deinen Wochenplan schon ja, von dir heraus eben deinen Zielen dann anpassen, das Ganze dann eben halt auch strukturieren. Also wichtig, mach dir irgendwo, wenn du jetzt einen Timer hast, den du dir gekauft hast, mach dir irgendwo kleine Post-its hin und schreib da deine Wochenziele und dein Monatsziel drauf. Wenn du dir eine Excel-Tabelle machst, kannst du dir das irgendwo, ja, eine separate Zeile dafür ja, eintragen. Kannst du dann reinschreiben, wie viel Teampartner du diese Woche generieren willst, wie viele Aufträge du schreiben willst, etc. pp. Ja, also alles, was dir dann halt so dementsprechend wichtig ist. Und dann nimmst du dir deinen Wochenplan und kannst dann eben ja die Punkte eintragen, die du auf gar keinen Fall verändern kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel noch Angestellter bist, dann wäre da deine Arbeitszeit drin. Dann kannst du dir überlegen, wann stehst du auf, vielleicht eine Stunde früher, damit du das ein oder andere davor noch machen kannst. Wann setzt du dir Zeitblöcke für die Telefonakquise, Online-Marketing oder was auch immer du dann halt für dich entscheidest zu tun, was zu deinem Ziel führt. Und dann hast du noch die Möglichkeit, dir ein kleines Kontrollsystem zu machen. Und das würde ich dir empfehlen, dass du dir ein Kontrollsystem anlegst, dass du sagst, jeder vereinbarte Termin gibt zum Beispiel einen Punkt, jeder erfolgreiche Abschluss gibt 2 Punkte, jeder neue Vertriebspartner 2 Punkte, jede Geschäftspräsentation, die du mit jemandem durchgehst, ist ein Punkt, ja, jede Empfehlung, die du kriegst, ist ein Punkt. Und dann kannst du dir auch daraus ein konkretes Ziel absetzen, ableiten und kannst sagen, okay, mein Ziel sind diese Woche zum Beispiel 10 Punkte. Und trägst dir das dann ein und kannst dann immer jeden Tag sehen, wie viele Punkte du generiert hast und wie viele Punkte du noch zum Ziel brauchst. Das ist ein super einfaches Controlling, ein super einfaches Tracking, ja. Und so kannst du ja dich und deine Aktivitäten in Richtung deiner Ziele organisieren. Genau. Und wie gesagt, mach es dann am besten so, dass du ja dann am Ende der Woche immer zu einem festen Termin, das kann der Samstag oder der Sonntag sein, dass du dann eine Kopie deinem Sponsor bzw. deiner Upline zur Verfügung stellst. Natürlich ja, wird es freiwillig sein, aber du wirst 2 Dinge merken. Wenn du das tust, dann wird dieser Wochenplan ein zentrales Element in deinem Leben werden, weil du willst ja nichts abgeben, wo du nicht dahinter stehst, sondern du wirst automatisch dieser Sache deutlich mehr Energie zukommen lassen. Du wirst dich noch ein Stück mehr anstrengen, dass dort noch bessere Ergebnisse draufstehen. Nicht um jemand anderem zu imponieren, sondern einfach, weil du weißt, ja, dass du noch eine andere Person hast, der du das Ganze dann eben halt zeigst. So, und wie gesagt, das ganz Entscheidende ist dann, wenn du Hilfe brauchst, dann kann deine Upline dir sehr, sehr gut weiterhelfen. Und so ist es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Es geht nicht um Kontrolle, es geht einfach darum, du möchtest nach vorne kommen und deine Upline, dein Sponsor hat natürlich auch ein Interesse, dass du nach vorne kommst und deswegen kann man sich da dann gegenseitig helfen. Okay, ich hoffe, das Ganze war jetzt für dich wie immer hilfreich. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, ja. Ansonsten findest du alle weiteren Informationen ja unterhalb dieses Videos. Falls du nach einer lukrativen und langfristigen Geschäftschance suchst, dann würde ich dir empfehlen, werf einen Blick in die Textbeschreibung, fordere dir weitere Informationen an und dann ja, mach dir da dein eigenes Bild. Und wenn du wirklich dann ernsthaftes Interesse hast, ein langfristiges, lukratives Geschäft aufzubauen, komm gerne auf mich zu. Findest du auch alle Informationen dann, ja, wenn du dich für weitere Informationen anmeldest. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Danke, dass du wieder ja, mir hier deine Zeit geschenkt hast. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.